Unsere Kanzlerin hat es geschafft. Die Physikerin Angela Merkel hat es tatsächlich hinbekommen, in ihrer Regierung die Naturgesetze umzukehren. Ja, die Gravitation funktioniert jetzt umgekehrt. Wer fällt, fällt nach oben. Ein tagelanges Gewürge war das um Hans-Georg Maaßen. Die große Frage, wie werde ich ihn los? In 10 Tagen. Ja. Das hat 10 Tage gedauert. Es war klar, der Verfassungsschutzpräsident ist untragbar. Irgendwie muss man ihn loswerden. Jetzt ein spektakuläres Ende. Holla die Waldfee, damit hat man ja wirklich nicht gerechnet. Es ist ein Plot-Twist, der selbst die Macher von Game of Thrones vor Neid erblassen lässt. Und das nach diesen ganzen Cliffhangern. Es war ja so spannend, Sie erinnern sich. Freitag vor einer Woche ging es los. Maaßen spekuliert wild in der Gegend rum, legt aber keine Beweise vor. Ne? Dann Sonntag, Seehofer stellt sich hinter Maaßen, legt aber auch keine Beweise vor, sondern fordert einen Bericht an. Montag, der Bericht kommt, aber Seehofer hat keine Zeit, ihn zu lesen. Mittwoch, Maaßen erklärt sich im Bundestag, Seehofer steht hinter ihm, die anderen eher nicht. Donnerstag, Krisensitzung der Regierung, die SPD will unbedingt, dass Maaßen geht. Die Sitzung wird vertagt, dann am Montag drauf, also jetzt Montag, die ersten Zeitungen berichten, Merkel wolle Maaßen entlassen. 1,5 Tage lang passiert erstmal nichts. Die Spannung staut sich auf und dann gestern, Dienstag, 2. Krisensitzung, Merkel will Maaßen loswerden, ich glaube, so war es. Seehofer aber sagt, Hase, du bleibst hier. Jetzt ist auch endlich das Geheimnis der Maaßenbrille gelüftet. Man sieht die Welt dadurch wirklich mit anderen Augen. Gucken Sie mal, aus dem Wort Kündigung wird, wenn man die Maaßenbrille auf hat, Beförderung. Maaßen ist seinen Job los und bekommt einen neuen. Er wird Staatssekretär in Seehofers Innenministerium, verdient 2.500 Euro mehr im Monat. Das wird ihm eine Lehre sein. Hans-Georg Maaßen rückt in der Besoldungsgruppe von B9 auf B11. Im Schach nennt man das die Idiotenrochade. Ein tolles Signal, muss ich sagen. Eine tolle Strategie gegen die Politikverdrossenheit in diesem Land. Millionen Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen, wissen, der Druck ist enorm in der heutigen Arbeitswelt. Ja, wenn man es im Job nicht bringt, fliegt man raus. Außer in der Politik. Wer in der Politik auf unteren Ebenen versagt, wird Staatssekretär. Wer auf allen Ebenen versagt, wird Innenminister. Ein fauler Kompromiss. Ein durch und durch fauler Kompromiss. Und hier muss man wirklich mal sagen, das ist ja Merkel pur. Dieser faule Kompromiss. Ich finde, wenigstens jetzt hätte sie mal durchgreifen können. Sie hätte durchgreifen müssen. Meine Güte, man sehnt sich inzwischen nach Gerhard Schröder zurück und seiner Basta-Politik. Schröder hätte Maaßen nicht befördert, im Leben nicht. Gerhard Schröder hätte Hans-Georg Maaßen aus seiner Brille eine Zahnspange gebaut und ihm persönlich eingesetzt. Selbst Helmut Kohl hätte das nicht mitgemacht, der hätte Maaßen wahrscheinlich geknebelt. Mit Saumagen. Irgendwie sowas. Also irgendwie durchgegriffen, ja, Stichwort Richtlinienkompetenz und so weiter. Merkel aber schleppt sich seit Ewigkeiten von Kompromiss zu Kompromiss. Sie lässt sich dann von Seehofer das alles diktieren. Sie treibt nichts richtig voran von sich aus. Alles läuft irgendwie langsam, ohne Dynamik. Merkel ist inzwischen ein bisschen wie Jogi Löw. Oder? Sehen Sie? Ja, ich finde, es ist... Das ist doch symptomatisch. Bei beiden hat man irgendwie das Gefühl, ja, gut, es läuft, aber es geht nicht richtig voran. Es gibt keine Vision, das Rezept ist einfach weiter so. Letztlich totaler Stillstand. Ne? Was ist denn aus Merkels paar Ideen geworden? Sie hat ja mal ein paar, Sie können sich vielleicht noch erinnern, hier zum Beispiel. Wenn wir unser Ziel erreichen, im Jahre 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen zu haben. Hört, hört, das war mal ein Ziel. Eine Million Elektroautos bis 2020 werden Sie nicht schaffen. Nicht auf deutschen Straßen. Auf der Kirmes beim Autoscooter. Vielleicht. Was wollte sie noch? Die Digitalisierung vorantreiben. Frequenzenförderung und dann war das... Nee, war nicht Forschung. Es war irgendwas... Ich würde sagen... Es war Frustration. Das dritte Wort mit F war Frustration. Und zwar die Frustration, die man hat, wenn man auf dem Land versucht, online zu gehen und etwas größere Dateien zu versenden. Und dann natürlich Merkels größte Vision. Ja, ich koche recht gute Kartoffelsuppe, glaube ich.
Und jetzt erzähle ich ihm mal was. Wir haben Joachim Sauer angerufen. Und der sagt, der Topf steht noch heute leer auf dem Herd. Ich glaube, das Problem war die Flüchtlingskrise. Das war ja wirklich das einzige Mal, dass Merkel was gemacht hat, dass sie gehandelt hat, von sich aus, proaktiv. Und das ist doch mehr oder weniger in die Hose gegangen. Und jetzt will sie nicht mehr. Na, sie ist VW Merkel. Sie wartet und wartet und wartet.